Im folgenden Film zeigen wir Ihnen ein Übungsprogramm, welches Sie auch als Diabetiker einfach und sicher zu Hause durchführen können. Die Gewichtsmanschetten von Arzt Vitality können an Hand- und Fußgelenken befestigt werden und erhöhen so deren Eigengewicht beim Training. Sie eignen sich ideal, um bei Gleichgewichts-, Stabilisierungs- oder Kräftigungsübungen die Intensität zu erhöhen. Stärken Sie mit der folgenden Übung die Muskulatur Ihrer Arme. Stabiler, schulterbreiter Stand. Die Gewichtsmanschetten sind an den Handgelenken platziert. Die Arme sind 90 Grad gebeugt und nach vorne gerichtet. Die Schultern sind tief. Während des Einatmens führen Sie die Ellbogen gebeugt nach hinten und ziehen dabei Ihre Schulterblätter zusammen. Strecken Sie beide Arme beim Ausatmen nach oben. Wiederholen Sie diese Übung 8 bis 10 Mal und machen Sie anschließend für 20 bis 30 Sekunden eine kurze Pause. Danach wiederholen Sie den gesamten Vorgang je nach Trainingszustand 1 bis 2 Mal. Die folgende Übung dient zur Kräftigung Ihrer Beinmuskulatur. Stellen Sie sich hüftbreit hin und platzieren Sie die Gewichtsmanschetten an Ihren Fußgelenken. Heben Sie beim Ausatmen das rechte Knie an und setzen es beim Einatmen langsam und kontrolliert wieder ab. Beim nächsten Ausatmen wechseln Sie die Seite und heben das linke Knie an und setzen es beim Einatmen wieder ab. Wiederholen Sie diese Übung 8 bis 10 Mal pro Seite. Legen Sie anschließend eine kurze Pause für ca. 20 bis 30 Sekunden ein. Danach wiederholen Sie den gesamten Vorgang 1 bis 2 Mal. Mit der folgenden Übung trainieren Sie Ihren gesamten Körper. Stellen Sie sich stabil und hüftbreit hin und platzieren Sie die Gewichtsmanschetten an Ihren Handgelenken. Heben Sie beim Ausatmen das linke Knie an und versuchen es vor dem Körper mit dem rechten Ellenbogen zusammenzuführen. Strecken Sie anschließend beim Einatmen den rechten Arm diagonal nach oben und gleichzeitig das linke Bein in die Streckung nach außen, sodass Arm und Bein eine Diagonale bilden. Beginnen Sie von vorne. Wiederholen Sie diese Übung 8 bis 10 Mal nur mit dieser Körperseite. Legen Sie anschließend eine Pause für ca. 20 bis 30 Sekunden ein und führen Sie die gleiche Übung ebenfalls 8 bis 10 Mal mit der anderen Körperdiagonale durch. Danach wiederholen Sie den gesamten Vorgang je nach Trainingszustand 1 bis 2 Mal. Die folgende Übung trainiert Ihre Ausdauer. Die Gewichtsmanschetten sind an den Handgelenken platziert. Führen Sie Walking bzw. zügiges Gehen mit den Gewichtsmanschetten durch. Die Arme sind gebeugt und schwingen mit deutlichem Armeinsatz mit, um den Trainingsreiz zu intensivieren. Achten Sie dabei auf ein leises und weiches Abrollen der Füße. Starten Sie zunächst mit 3 bis 5 Minuten Gehen in moderatem Tempo, sodass Sie sich währenddessen noch gut unterhalten könnten. Steigern Sie die Belastungszeit von Mal zu Mal langsam bis 12 Minuten. Die Intensität der Bewegung ändert sich dadurch aber nicht. Zum Schluss noch ein Hinweis. Führen Sie das Training nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder medizinischem Fachpersonal durch. Führen Sie vor dem Training eine Blutzuckermessung durch und starten Sie das Training nur bei guten Werten. Sie sollten das Training abbrechen, wenn starkes Schwitzen, Herzklopfen oder Sehstörungen auftreten. Wenn Sie das Gefühl haben, wenig Luft zu bekommen oder nicht mehr frei atmen zu können. Sobald Schmerzen auftreten, wenn Unwohlsein zum Beispiel in Form von Schwindel oder Übelkeit auftritt. Weitere Übungen und Informationen zum Umgang mit Diabetes mellitus finden Sie in den folgenden Filmen und in unserem Experten-Talk. Sport und Bewegung bei Diabetes mellitus kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Werden Sie aktiv. Viel Spaß dabei!